russische Pkw-Markt. Entwicklungen im Jahr 2018. Für den Russen ist ein eigener Pkw genauso wichtig wie für einen Deutschen. Seit der neuen Freiheit ab 1991 ist es für jeden Russen möglich, sich das Auto zu kaufen, wovon er träumt. Vorausgesetzt, er hat dafür das nötige Geld. Wie überall auf der Welt ist der Pkw-Markt ein guter Signalgeber für den Zustand der Wirtschaft, den Sozialstand und die Erwartungshaltung der Bevölkerung. Für die Erarbeitung der statistischen Übersichten nutzt Kaliningrad Domizil das Informationsportal Assoziation des europäischen Unternehmertums. Hier werden monatlich die wichtigsten Zahlen zur Entwicklung des russischen Fahrzeugmarktes veröffentlicht. Die durch uns erarbeitete vereinfachte Grafik zeigt, beginnend im Jahre 2009, dass im Gesamtjahr rund 1,4 Millionen Fahrzeuge verkauft worden sind. Die Verkaufszahlen stiegen bis zum Jahre 2012 stetig an, mit Zuwachsraten, die in Westeuropa wohl nicht erreicht worden sind. Wir erinnern uns, dass im Jahre 2008 die große Finanzkrise die Welt beherrschte, sich aber der russische Verbraucher davon anscheinend nicht beeindrucken ließ. Im Jahre 2015 kam es zu einem erheblichen Rückgang des Verkaufs von Neufahrzeugen, vermutlich im Ergebnis der Ereignisse des Jahres 2014. Rings um die Ukraine und die darauf folgenden westlichen Sanktionen, die natürlich Auswirkungen auf den russischen Verbraucher in seinen Zukunftserwartungen hatte. Der Tiefpunkt wurde 2016 erreicht, wo die Zahl der verkauften Neuwagen das Niveau des Jahres 2009 erreichte. Seitdem geht es schrittweise wieder aufwärts. 2017 mit einem Umsatzzuwachs von rund 14%. Im Jahre 2018 vermutlich mit einem Umsatzplus von geschätzten 10%. Im gesamten Jahr 2018 gab es keinen Monat, wo die Verkaufszahlen des Vorjahres nicht übertroffen worden sind. Der russische Fahrzeugmarkt unterteilt sich ebenfalls in Made in Russia und aus importierten Fahrzeugen. Die Statistik zeigt, dass alle Fahrzeugmarken, die sich in der Gruppe Top 10 befinden, aus russischer Produktion stammen. Hervorgehoben wird, dass für den durchschnittlichen russischen Pkw-Käufer der Preis die ausschlaggebende Rolle spielt. Da Importfahrzeuge natürlich mit Zoll belegt werden, sind diese wesentlich teurer als Fahrzeuge, die in Russland hergestellt werden. Somit erklärt sich, warum die Top 10 alle aus russischer Produktion stammen. Die nachfolgende Tabelle zeigt den Verkauf von neuen Pkw und Kleinst-Lkw in Russland. Hier sind die kompletten Verkaufsergebnisse aufgeführt, das heißt sowohl russische Produktion wie auch Import. Folgende Tabelle zeigt den Verkauf von neuen Pkw und Kleinst-Lkw in Russland, zusammengefasst nach Herstellern. Hier sind die kompletten Verkaufsergebnisse aufgeführt, das heißt sowohl russische Produktion wie auch Import. Nachfolgende Tabelle zeigt den Verkauf der Top 25 neuen Pkw und Kleinst-Lkw in Russland. Hier sind die kompletten Verkaufsergebnisse aufgeführt, das heißt sowohl russische Produktion wie auch Import.